Hallo zusammen und willkommen. Es ist wieder mal Let's Test Zeit. Dieses Mal dabei Viktor Vran. Den habe ich jetzt mal wieder aus der Mottenkiste ausgepackt, weil er nämlich im Angebot war bei Steam und ich denke, jeder sollte das haben für einen Fünfer oder so. Also schnell geholt und wir springen da mal rein. Das Gute hierbei, man kann das komplett mit Controller spielen, mit Springen, Ausweichrolle und dergleichen. Mega cool. Lokaler Koop, für alle, die mal gern zu zweit an einem PC daddeln. Super für abends mit Bierchen und Wurst. Online und dergleichen. Wir gehen einfach mal auf den Spielenmodus, damit wir mal ein bisschen was davon sehen. So, Tastatur in die Ecke geballert. Tschüss. Kabel auseinandergewurselt. Kann losgehen. Das Tolle bei dem Spiel ist, es ist nicht nur in Deutsch geschrieben. Nein, wir werden auch gleich die gefallene Stadt. Nicolas Cage hören. Da ist er ja. Wo die Dunkelheit gesiegt und wir Dämonenjäger verloren haben. Vor einem Jahr führte eine Bitte um Hilfe die Jäger nach Zagoravia. Viele andere jedoch kamen hierher, aber keiner kehrte zurück. Ich dachte, Adrian wäre tot, bis ein Rabe diese Nachricht überbrachte. Er ruft mich nach Zagoravia. Er hat entdeckt, wonach ich suche. Adrian ist ein Freund. Ich habe wenige Freunde, was sie umso wertvoller macht. Und er ist der einzige Mann, der um meine Vergangenheit weiß. Um den Pakt, den ich abgeschlossen habe. Und die Dämonenkräfte, die ich nutze. Was auch immer diese verfluchte Stadt heimsucht, ich werde mich ihm stellen, um meinen Freund zu finden. Super. Das ist der Knaller. Die wenigsten Spiele werden in Deutsch vollkommen durchsynchronisiert. Und dann auch noch Nicolas Cage Synchronstimme. Also bitte. Der Knaller. Hier sehen wir schon mal die ersten Szenen. Das ist alles hier so ein bisschen ruckelig noch. Zumindest mit der Kamera. Wir lassen sie am besten mal hier in dieser Richtung. Ja, die Bewegung ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Stadt ist bedrückend still. Keine menschliche Seele in Sicht. Wir scheinen so eine Art Jäger zu sein. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Bisschen prügeln, bisschen springen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Hat er sich gerade haben festgehalten? Ich frage mich, welche Schrecken sich dahinter verbergen. Also für alle, die Diablo und dergleichen kennen, das wird jetzt schon was anderes sein. Natürlich können wir das ja auch mit Bauschentastatur klassisch steuern, aber das ist einfach actiongeladen, das ist cool. Etwas Vages, wie ein Flüstern tief in meinem Verstand. Also einmal können wir schnetzeln und einmal diesen Bodenstampfer, wenn wir jetzt springen. Verwende eher, um die Kamera zu drehen. Ja, haben wir gemacht, danke. Gut, dass es die Tipps auch noch gibt. Und wie bei allen Action-RPGs wird es darauf rauslaufen, dass wir tonnenweise Monster über den Jordan schicken. Praktisch da oben auf der Map sehen wir, wo wir hin müssen. Und relativ zeitnah, nicht irgendwelche Pfeile, wo wir dann in zwei Wochen hinkommen. Drücke A, um zu springen. Zack, zack, zack. Und da wir hinterher auch Zugriffe haben auf irgendwelche anderen Fähigkeiten und Dämonenkräfte, denken wir mal, dass der Jäger nicht ganz so unschuldig ist, wie es noch den Anschein hat. Was haben wir denn da? Y. Okay, das ist cool. Das hat aber Abklingzeit, wie wir das da unten sehen. Da baut sich langsam wieder der Balken auf. Was haben wir denn hier? Eine Spelunke? Nee, gar keine. Hier ist gar kein Eingang. Aber hier können wir noch bestimmt irgendwie rüber. Nein? Nein. Wie unplümsch. Springen, dann drücke erneut an einer Mauer, um einen Mauersprung nicht hochzuführen. Wer redet denn so? Heiltrank, okay, das kennen wir ja. Ein bisschen Gemüse hacken. Für nächste Woche gibt es Kürbisauflauf. Hallo, wer ist da? Hallo, kannst du mich hören?
Eine Stimme in meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt. Soll ich jetzt springen? Ja, okay, komm, die Stimme sagt's. Spring, spring, spring. Guter Junge. Jetzt spiel tot. Hey, ich schau nur, Jäger. Eine Schatztruhe. Da oben, oh ja, Schatztruhen mag ich. Looten ist hier natürlich auch angesagt, wenn auch nicht so im Stil wie Diablo 3, Grimdawn oder dergleichen. Ihr werdet hier nicht zugemüllt mit geilen Items, die ihr nach 5 Minuten sowieso wieder wegschmeißt, weil ihr was Besseres kriegt. Ich liebe diese Truhen. Man weiß nie, was man bekommt. So aufregend. Schrotflinte. Kodex ansehen. Waffen. Da, Feuer. 17 Bliss hast du nicht gesehen. Toll, die Zahlen interessieren uns nicht. Aber wir gehen ins Inventar. Und da rüsten wir mal die Schrotflinte aus. Da sehen wir dann auch, was uns die bringt. 14% Treffergenauigkeit, würde ich fast sagen, ist das. Oder kritischer Treffer. Da müsste man nochmal genauer hingucken. Auf jeden Fall, was der noch kostet an Geld. Hinter findet ihr noch mehr Zeug und das könnt ihr dann auch verarbeiten und kombinieren zu neuen mächtigen Fähigkeiten. Da gibt es irgendwie so Tarotkarten und natürlich auch zu Waffen und Rüstung. Dafür gibt es hier nicht viel. Wir sehen hier Waffe, Waffe, Trank, Dämonenkraft. Das war's. Also nicht irgendwie noch Brust, Schulter, Schuhe. Ist vielleicht auch ganz nett. So, wie komme ich da oben jetzt wieder hin? Da, Waffe ausgerüstet. Jetzt geben wir ihn mal hart mit der Wumme. Am Anfang natürlich Minispinnen, damit man Laune bekommt und nicht sofort abkackt. Was haben wir denn hier noch? Hier gehen wir nochmal eben hin. Nicht so schnell. Der Schuss hat auch Abklingzeit, den können wir nicht durchballern. Nicht spammen quasi. Okay, die hält mir schon was mehr aus. Wieso heißt die denn auch schwache Riesenspinne? Die anderen hießen zwar auch schwache Spinne, aber... Das hängt wohl damit zusammen mit der Farbe. Das ist tatsächlich nur ein normales Monster, ohne irgendwelche Superkräfte oder besonderen Lebenspool. Wahrscheinlich heißt sie deswegen schwach. Oder weil sie Level 1 hat? Wir werden es irgendwann erfahren. Wiederspielwert ist bei Action-RPGs natürlich immer wichtig. Und da denke ich sofort dran, wenn ich eins anmache. Ja, das ist zwar ganz okay und ganz nett. Wie ist das denn, wenn ich es dann durch habe und die Story ist zu Ende? Dann gibt es hier tatsächlich noch einiges zu tun, denn es gibt alle möglichen Aufgaben, die man noch lösen muss in irgendwelchen Gebieten und dadurch Belohnungen kriegt. Gefallene Festung, da gehen wir doch mal rein. Ach du Scheiße. Lieber wieder rausgehen. Nee, da gehen wir gleich natürlich rein. Und diese Flüche, die kann man sich dann irgendwie aussuchen. Hatte ich Flüche schon erwähnt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann man sich hinter Flüche dazuschalten. Gegner regenerieren Ausdauer, haben mehr Leben, machen mehr Schaden, hast du nicht gesehen. Davon dann auch mehrere. Manch einer mag das kennen von WoW. Die mystischen Dungeons, die mythischen vielmehr, die man dann immer schwieriger schalten kann. Und sowas geht dann hier auch. Fragst du dich, wie du an dieser Festung vorbeikommen sollst? Nein, ich gehe da rein. Sabbel nicht. Unsere innere Stimme scheint irgendwas Böses zu sein. Ich kenne diesen Ort. Aber ich glaube schon. Kommst näher. Komm schon. Öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger. Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Was willst du? Okay, der ist ziemlich cool. Der Streuschuss. Jede Waffe hat andere Skills. Man selber skillt nicht so wirklich. Schau dir diese Übungspuppen mit ihren roten Augen und langen Nasen an. Trank ist hier. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe. Der gezielte Schuss macht auch ziemlich gut Schaden, allerdings nur an einem Ziel. Moment. Kämpfst du immer noch gegen die Puppen? Komm schon, streng dich ein bisschen an. Schlag härter zu. Ja, ich mach ja schon. So, wir müssen den Overdrive-Balken füllen. Das ist der gelbe da unten. Vielleicht sollte ich nicht länger meine Zeit an dich verschwenden, Jäger, und mich stattdessen mit den Puppen anfreunden. Was war denn da so? Oh, eine Dämonenkraft. Oh ja, das Wo hast du das denn gelernt? Wie dem auch sei. Komm, triff mich im nächsten Raum. Ich bin in dieser Kiste gefangen. Komm schon, zerschlag sie. Das Gute hier dran ist, es ist storygetrieben und da auch immer ein bisschen gesammelt wird. Warte, das bin ich gar nicht. Tja, ich muss mal sehr gut durchgeführt sein. Und ist nicht wirklich nur am
rumknallen und schlachten und macht stundenlang das Gleiche und hört sich dann irgendwie Musik bei an. Könnte man hier natürlich auch. Aber ist immer ganz nett. Was wollt ihr? Sterben. Was haben wir eigentlich gefunden? Ein Messer. Ein Schwert. Nee. Bösartige Schrotflinte. Was macht die denn besser? Der kritische Schaden ist höher und der Grundschaden nicht so. Finde 11% mehr Gegenstände. Kritischer Schaden und 15% erhöht. Also ist dieses zweite. Na, wie nennt man die nochmal? Dieses Ziel da. Ist also die. Der kritische Trefferschaden. Und davor ist dann also die Chance. 10% Crit-Chance mit dem neuen, 14% mit dem alten. Ne, komm, behalten wir die. Halten wir uns nicht mit so Lappalien auf wie irgendwelchen Werten. Aber mal ein bisschen mehr Action. Man sollte hier eigentlich auch noch rollen können. Frag mich nicht, wo die Rolle war. Okay, da ist die Rolle ja. Und dann könnt ihr dann auch geschickt Gegnern ausweichen. So wie die Diablo auf der Konsole quasi. Nur ineffektiv. Ach so, beitreten. Ja, erstmal guckt man da rein und dann vorbeikommen soll. Geht man rein. Ich bin mir sicher, dass niemand ein riesiges... Ich spüre etwas Glitzerndes in der Nähe. Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Ah, oh, ihn geht weg. Boah, sind die eklig und so viele. Erinnert so ein bisschen an Van Helsing. Oder Helsing allgemein. Was ist das denn da? Okay, da kann ich mal hoch. Wo war denn dieses glitzernde Ding? Hier? Oh, tatsächlich. Du hast sie gefunden. Guter Junge. Was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Gold, Gold. Kann man da jetzt auch noch rüber? Schaffe ich das? Nein, nein, schafft man nicht. Er kann anscheinend so tief fallen, wie er will. Das ist ziemlich gut. Für den einen oder anderen wären das zu wenig Skills, die man irgendetwas hat. Irgendetwas ist mit dieser Stimme. Aber man kann die hinterher auch noch gut etwas kombinieren mit den Kräften. Ich fassen kann. Oh. Ich habe das dank meiner Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die ja, reden weg. Können, ausweichen. Sind in den Rücken. Immer die schlimmsten. Ja, da hat der Sprecher wohl recht. Die sabbelnden Bösartigkeiten sind immer die böshaftigsten. Hier gucken wir wieder links und rechts, was da so abgeht. Nichts. Schloss Zagore. Ist nett, dass man immer reingucken darf, was sich denn so da drin befindet. Sagt natürlich nichts über die Schwierigkeit aus, aber trotzdem. Da könnte man sich vielleicht merken, oh, da war ich schon. Anstatt nur so einen Kellergang und... Oh, Kostüm. Hier kann man das schon mal so ein bisschen uns spezialisieren. Kostüm des Gerechten. Präzision und kritische Trefferwerte. Da wird dann unsere Rüstung drauf aufbauen. Das heißt natürlich im Endeffekt, wenn wir denn kritisch treffen, dann wird auch ordentlich Schaden bei rumkommen, aber mehr als normal. Zauber. Kostüm, ja? Overdrive, Waffenattacken. Für mehr Dämonenkräfte. Ist klar. Oder der ganz normale Jäger. Ja, wenn Schaden leistet, erlaubt einen harten Kampf öfter Dämonenkräfte einzusetzen. Ihr kriegt dauernd Schaden, ich bin sehr schlecht im Ausweichen. Ausbalancierter Spielstil. Genau, und da ich ja auch gerade Supernatural schon wieder schaue, nehme ich natürlich den Jäger. Casual Hardcore. Ist das dann auch. Stirbt ihr dann auch? Hm. Anscheinend nicht. Ich nehme trotzdem normalen Modus. Ah. Upsa. Hier kann man nochmal den Hardcore-Charakter werden. Also wenn tot, dann tot. Dann sollte ich hier vielleicht doch den Hardcore-Modus nehmen. Ich weiß nicht. Angst. Erstmal normal. Neue bestätigen. Alles klar. Zeit gibt es noch Überleben. Eieieiei. Was ist hier Schloss denn los? Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor lauern. Okay, wir haben jetzt ordentlich Loot bekommen. Was ist das alles? Hier ist ein... Was bist du? Medizintasche. Unbegrenzt auch verwendbar. Stellt 300 Lebensenergie her. Oh, das ist aber nett.
Das ersetzt jetzt den Heiltrank. Das heißt, wir haben einen unendlichen Heiltrank quasi. Diamant selten beschwört einen magischen Schild, der Schaden absorbiert. Ist das eine von diesen Kräften, oder? Ich denke mal. Schild, der Schaden absorbiert, ist doch immer gut. Das ist ja ein Ach so, das ist die Dämonenkraft, die wir da jetzt haben. Alles klar. Was ist das mit den Schicksalskarten? Ach, das kommt jetzt. Hoffnung plus 500 Lebensenergie. So können wir uns dann so ein bisschen ausrüsten mit Stat-Änderung. Zack, sehen wir auch da oben, 1500 Hertz. Und an Kräften können wir nur eine nehmen. Vielleicht kann man hier noch Kräfte freischalten. Ja, eine zweite Dämonenkraft kann man auch noch freischalten mit Stufe 14. Und da könnt ihr dann auch quasi je nach Situation immer dann was Neues austauschen. Das ist ziemlich gut. Was haben wir denn hier? Was ist das denn für einer? Kopfgeldkostüm des Highlanders. Ach so, das bekommt man dann, wenn ich da Monster erschlage. Das ist so wie so eine Kopfgeldjagd. Was natürlich auch dran steht. Geschenkekiste. Her damit. Ein Hammer? Ja, den Kodex-Eintrag. Ja, ein Hammer ist wahrscheinlich ein Hammer. Machen wir uns nichts vor. Damit gibt sie grobe Taufe. Ich bin Damien, der Alchemist. Ich kann dir mit nützlichen Vorräten aushelfen. Und bin Bauchredner. Und Bomben. Und du kannst mir mit deinem Gold aushelfen. Wir Alchemisten sollen Gold in Luft verwandeln können. Aber das ist alles im Dienste der Wissenschaft. Wirf einen Blick auf mein Angebot. Heutzutage gibt es keine große Nachfrage durch Jäger. Alles klar, sag mal her. Wir haben natürlich wenig Kohle und der will für so ein Zeug... Boah, 17.000, ist irre was. Scheint jetzt auch nicht so das allergeilste Zeug zu sein. Aber ich würde fast sagen, dass wir den Heiltrank verkaufen können. Der stellt 60% Lebensenergie wieder her und der 300. Und negiert einen negativen Effekt. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Heiltränke doch mal behalten. 60% könnte hinter viel werden. Und 300 nicht mehr so doll, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 5000 oder so vielleicht mal haben. Also werden die jetzt gespart. Der hat uns nichts Gutes anzubieten vorerst. Und da gab es da unten noch mehr. Ne, nur noch sonst zurückkaufen. Prima. Karte öffnen. Oho, wo sind wir denn überhaupt? Ich sehe hier gar nichts. Was? Also ich kann hier nirgendwo hin mich bewegen, also... Ne? Ne? Wieso geht das denn nur nach links und nach rechts? Da oben? Die Karte ist jetzt nicht übersichtlich. Aber das ist auch gar nicht so tragisch. Man wird ja quasi hier durchgeführt. Man kann auf jeden Fall mit der Karte zu anderen Punkten hinreisen. Das ist natürlich auch ganz nett. Das mit der dicken Truhe, die will natürlich nicht geöffnet werden. Ja, klar. Oh, ein Priester. Preiset die Himmel. Ja. Gott hat in dieser Stunde unserer Not unsere Gebete erhört. Boah, bis der fertig ist, ne? Seid willkommen in Zagoravia, Jäger. Ich danke euch, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid und euer Schwert in den Dienst unserer Sache stellt. Mit der Hilfe weiterer Jäger werden wir schon bald den Feind zurückwerfen. Ihr werdet euch beeilen müssen, wenn ihr euren Lohn noch verdienen wollt. Eure Majestät, ich werde gerne für eure Sicherheit sorgen. Wir wollen keine Sicherheit. Wir werden diesen Krieg gewinnen und unser Königreich von den Dämonen befreien. Es wird keine weitere Hilfe kommen, Eure Majestät. Was mich herbrachte, war das Schicksal eines anderen Jägers namens Adrian. Adrian, nothing is over. Ihr habt bereits aufgegeben, okay, der musste mal sein. Aufrecht stehen. Nun denn, wenn ihr euren Freund suchen wollt, müsst ihr nach Süden gehen, in die königlichen Gärten.
Danke, Eure Majestät. Okay, ab in die königlichen Gärten. Die Königin hat einen starken Willen. Öffne die Tür. Nur so konnte sie so lange durchhalten. Das ändert nichts. Die Stadt ist überrannt. Ah, jetzt können wir den ersten auswählen. Vorhin war noch gar nichts freigeschaltet. Und da können wir dann direkt rein. Hier haben wir erschlage Spinneneier, verwende Dämonenkräfte dergleichen. Dann bekommen wir Zusatzbelohnung in Form von Gold. Und das andere, ist das vielleicht Ruhm oder Ehre? Wer weiß das schon? Oh, und erschlage den Schachmeister. Das gibt eine Truhe. Die Truhe wollen wir natürlich haben. Da bin ich wieder. Hast oh, du mich vermisst? Die Stimme ist schon wieder da. Ich weiß, dass du mich vermisst hast. So, schauen wir uns mal den Hammer an. Oh, der Hammer, der ist auf jeden Fall langsam. Und das macht auch keinen Schaden. Jetzt, wo ich darüber nachdenke... Das Stampfen. Wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt. Groß. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also... Ist das recht angemessen? Okay, wenn der Hammer ein paar Mal getroffen hat oder kritisch trifft, wie das scheint, dann macht er Rundumschaden. Sprich AOE. Das auf jeden Fall sehenswert. Das macht schon übel Laune. Kann ich da rüberlaufen? Ja, das ist gut. Ja, bei manchen Spielen geht das nicht. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, solche Dinger, ne, die haust du nicht, die trittst einfach drüber. Aber wie sollte ich dich nennen? Und wieder Overdrive gleich ist Johann. Mit dem Schild. Nein, du siehst nicht wie ein Johann aus. Viktor. Nein, das ist einfach dämlich. Gennady? Nein, das passt auch nicht zu dir. Ah, ich hab's. Ich werde dich Vicky nennen. Ja, das passt perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Schön den Hammer kreisen lassen, meine Freunde. Der hat natürlich Abklingzeit, der können wir nicht immer machen. Aber wenn er kommt, dann sitzt er. Definitiv. Erstmal mal hier was von der Tasche. Gucken wir die ganze Zeit. Komm, triff mich mal ein bisschen. Wir wollen mal sehen, wie die Tasche wirkt. Nehmen. Ja, Abklingzeit geht eigentlich, würde ich sagen. Zack, zack. Ja, auf jeden Fall, das läuft super geschmeidig. Und wenn man dann jetzt noch ein bisschen rumrollt, wenn man das mal ein bisschen verinnerlicht. Hier ist das Schild. Muss ich natürlich jetzt lohnen. Guck mal her. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, daneben. Mach nix. Gerne wieder. Die heißt schon nicht mehr schwache Riesenspinne. Oder schwächlich, was auch immer. Und ist auch spürbar ein bisschen stärker, wenn wir bedenken, dass wir natürlich auch eine bessere Waffe bekommen haben. Für alle, die sich ein bisschen unterscheiden wollen, wie bei anderen Action-RPGs, die sich einen Charakter erstellen und der sieht auf jeden Fall nicht so aus wie die meisten, werden hier ein bisschen enttäuscht, denn es gibt nur Viktor. Und diese drei Kostüme am Anfang, die wir gesehen haben, ob es hinterher noch mehr gibt, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ich denke nicht, das sind quasi die drei Klassen, die man am Anfang wählt. Oder ist hier mal eine davon? Oh, habe ich einen Champion aus Versehen umgehauen? Gar nicht gemerkt, das tut mir sehr leid. Da haben wir nur neuen Diamanten. Das ist der gleiche mit dem Schild, oder? Haben wir nicht 750 absorbieren wir, Projektile 7... Der ist schlechter. Den könnte man dann zum Beispiel verkaufen, wenn das nächste Mal eine Stadt ist. Bin gespannt, ob andere Wesen als die Spinnen ordentlich Blut haben. Das wäre ja schade, wenn nicht. Das macht natürlich einen Faktor aus bei Action-RPGs, dass das Blut nur so spratzt. Was ist das da? Warum leuchtet da unten rechts mein Bildschirm? Was da passiert? Select drücken. Schicksalskarten. Herzlichen Glückwunsch, du hast Schicksalskarten aus und verschiedene Versionen. Okay. Oh, ich kann mir jetzt eine Belohnung aussuchen. Entweder noch mehr Leben, noch mehr Nahkampfschaden oder kritische Trefferchance. Natürlich. Das war jetzt der Stufenaufstieg. Ja, gar nicht so spektakulär, aber... Da sehen wir jetzt unten auch schon, haben wir einmal Hope,
und einmal Strength. Strength. Stärke und Hoffnung, danke. Okay. Weiter im Programm. Können wir hier die Karte sehen? Ja, ein bisschen größer ist es ja. Wir können hier jetzt nicht groß durchscrollen, aber es ist eigentlich alles drauf, was wir sehen wollen. Und zwar, dass wir falsch laufen. Man kann natürlich jetzt auch unten rechts zu diesem Gewölbe mit der Tür gehen. Das machen wir auch mal. Schau aber nur, Vicky. Kann natürlich passieren, da es nicht auf dem das Weg liegt. Sieht aus. Das ist wahrscheinlich auch schwerer. Vielleicht zu schwer. Oh. Was natürlich auch hintergibt, sind Fallen. Fallen und Flächen, denen man ausweichen kann. Das heißt, hier können wir zum Beispiel rüberspringen. Ist klar, der Blitz ist am Boden. Und das unterscheidet sich natürlich deutlich von Diablo und Co. In denen man einem Bodenblitz nicht mit Springen ausweichen kann. Erstmal, weil sie nicht springen können. Gut, wenn man die Fähigkeit hat, dann können sie es tatsächlich doch. So wie der Crusader. Und jetzt aber so richtig mit Fallen musste man sich nicht abmühen. Da gab es welche. Bringt einen jetzt nicht um. Oh, Goldregen. Wenn wir auf jeden Fall eine Errungenschaft haben für diesen Bereich, dann direkt belohnt. Nicht. Kein Springen. Müssen wir jetzt nur noch wissen, wo der Schachmeister ist. Das war nix. Da alles schon dort. Oh, oh. Ui, das war gut. Das war semi-gut. Natürlich haut ihr nicht die ganze Zeit nur Spinnen um. Es gibt dann alles mögliche. Zombies, Skelette, Werwölfe, Dämonen. Zombies, Skelette, Dämonen. Die dämonische Waldspinnen. Oh, da ist auf jeden Fall ein Digger. Da essen wir mal ein bisschen aus unserer Wundertüte. Verpassen ihm fett ein. Gelootet wird automatisch. Wir haben gerade gesehen, da ist glaube ich ein Hammer oder so gedroppt. Das Spiel meint, war ein Boomerang. Ich bin anderer Meinung. Und er sammelt das direkt ein. Wie sollte man das auch mit dem Controller vernünftiger lösen? Denn man will ja noch weiterhin allen Gegnern möglichst doll auf die Fresse hauen. Also muss Autoloot her. Komm, die Truhe holen wir uns hier. Öffnen! Öffne sie! Jetzt öffne die doch! Oh, Geheimnis. Schwert. Ich mag Schwertgeheimnisse. Hier kommen natürlich immer mehr von den Schweinebacken. Ganz schnell Irrgarn. Aber ja. Wenn man sich jetzt mal stumpf nach diesem Labyrinth richtet. Ach so, eine Spinnennester. Ja, man vergisst natürlich, wenn man hier reingeht, welche Aufgaben man aufbekommen hat. Weil das Spiel ist so nett und hilft einem da so ein bisschen. Indem es einen erinnert. Großer Freund der Erinnerungen. Das war dann doch ein bisschen laut im Ohr. Ist mein Ohr überhaupt noch dran? Ich glaube, es ist ab. Aber cool, das haben wir auf jeden Fall geschafft, indem wir einfach möglichst viele Spinnen auf einmal zersägt haben. Und dieser Orbs scheint irgendwie Kälteflächen und somit Verlangsamungen zu erstellen. Am Anfang wird man noch ziemlich verwöhnt, doch es kommt immer mehr hinzu. Da können wir so rüber, ne? Ja. Und da geht's dann in... Vicky, was ist das? Das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Ah. So schade, dass du nicht hinein kannst. Wie vielleicht angesprochen. Wenn du etwas größer wärst. Das wird euch nämlich hinterher öfter passieren und deswegen ist es nach einmal Durchspielen nicht erledigt. Viele Sachen werden dann noch erst zugänglich oder ihr geht halt jedes Mal zurück, dann spart ihr euch das natürlich, aber kommt dann halt langsam in der Story voran. Und irgendwie gibt es natürlich auch noch zwei Add-ons. Einer ist irgendwie ein unendlicher Dungeon, der euch immer vor neue Herausforderungen stellt und dann natürlich auch Belohnung abwirft. Und das andere ist dieses Motorhead. Da kämpft ihr quasi gegen die Gruppe Motorhead. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Lemmy dabei. Motorhead-Fans werden Lemmy kennen. Und so stratzen wir einfach weiter fröhlich hier durch. Hoffen, dass da vorne noch ein Netz... Ein Nest ist nicht ein Netz. Habe ich jetzt alle Nester?
Bin mir nicht so sicher. Komme ich hier rüber? Nee. Es gibt natürlich auch Grenzen, die wir nicht überschreiten können und auch nicht durchkommen. Das Labyrinth haben wir jetzt geklärt, würde ich mal sagen. Und dann geht's jetzt auf in Richtung Norden. Allerdings dann ohne euch, außer ihr holt das Spiel, was ich ja natürlich auf diesem Wege nochmal empfehlen möchte. Wenn ihr schnell seid, müsste das bei Steam noch für 5 Euro statt 20 drin sein. Ansonsten macht das Laune, am meisten Laune denke ich mal zu zweit, da man sich dann auch gegenseitig mehr oder weniger den Loot klauen kann. Wie das dann aussieht, schaut da einfach mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal, reingehauen.